Kapitel 23 Nordend. Es war ein merkwürdiges Gefühl, als würde man heimkehren. Kaum, dass die Küste in Sicht kam, erinnerte sich Arthas daran, wie er das erste Mal hergekommen war. Sein Herz war voller Schmerz gewesen wegen Janas und Uthers Verrat. Schmerz wegen der Notwendigkeit des Massakers bei Stratholme. So viel war seitdem passiert, dass es sich anfühlte, als läge es ein ganzes Leben lang zurück. Er war damals mit Rache im Herzen gekommen, um den Dämonenlord zu töten, der sein Volk in lebende Tote verwandelt hatte. Jetzt beherrschte er selbst die wandelnden Toten und war mit Kel'Thuzad verbündet. Die Wege des Schicksals waren unergründlich. Er spürte die Kälte nicht, wie er es damals getan hatte, und ebenso erging es den Männern, die ihm so loyal folgten. Der Tod betäubte derartige Gefühle. Nur in den menschlichen Nekromanten sträubte sich alles gegen den eisigen, seufzenden Wind und den Schnee, der träge fiel, als sie Anker warfen und anlegten. Arthas bewegte sich steif aus dem Ruderboot an den Strand. Zwar spürte er die Kälte dieses Ortes nicht, doch seine Kraft und sein physisches Selbst waren schwach. Sobald er den Boden berührte, spürte Arthas die Präsenz des Lichtkönigs. Doch diesmal nicht in seinem Geist, nicht indem der Lichtkönig durch Frostgram zu ihm sprach, obwohl das schwache Leuchten von Frostgram sich leicht verstärkte. Nein, Arthas spürte ihn, spürte seinen Herrn hier, wie er es noch nie zuvor getan hatte. Es war das prickelnde Gefühl der aufziehenden Gefahr. Er wandte sich an alle, die ihm an Land folgen würden, Ghule, Geister, Schatten, Monstrositäten, Nekromanten. »Wir müssen uns beeilen«, rief er. »Etwas da draußen bedroht den Lichtkönig. Wir müssen die Eiskrone schnellstens erreichen.« »My Lord«, rief einer der Nekromanten und wies auf etwas. Arthas wirbelte herum und zog Frostgram. Durch den dicht fallenden Schnee konnte er rot-goldene Gestalten erkennen. Sie kamen näher und seine Augen verengten sich vor Überraschung und Wut, als er die Kreaturen erkannte. Ihm war klar, wer hierher sein musste. Drachenfalken. Er war erstaunt. Er hatte die Elfen fast vollständig vernichtet. Wie konnte es sein, dass so viele überleben und sich auch noch neu organisieren konnten? Und wie hatten sie herausgefunden, wo er sich gegenwärtig befand? Ein Lächeln bildete sich auf seinen schönen Zügen, und er empfand Bewunderung. Die Drachenfalken kamen näher, er hob Frostgram zum Gruß. »Ich muss zugeben«, rief er, »dass ich überrascht bin, die Quel'Dorei hier anzutreffen. Ich dachte immer, dass die Kälte für so ein feinfühliges Volk unerträglich sei.« »Prinz Arthas«, rief einer der Reiter. Die Stimme klang klar, hell und stark. Sein Tier schwebte über Arthas. »Wir sind auch keine Quel'Dorei. Wir sind Sindorei, die Blutelfen. Wir haben geschworen, die Geister von Quel'Thalas zu rächen. Dieses tote Land wird von euch gereinigt werden. Die abscheulichen Wesen, die ihr geschaffen habt, werden schließlich doch noch ruhen, wie es ihnen bestimmt ist, und ihr, Schlechter, werdet eure gerechte Strafe erhalten.« Einen Moment lang war Arthas amüsiert. Ihre Anzahl war nicht unerheblich. Arthas erkannte, dass er wohl auf die letzten Vertreter eines beinahe ausgestorbenen Volkes blickte, und sie alle waren nur seinetwegen hier. Dann verschwand dieser selbstgefällige Gedanke und verwandelte sich in Wut. Trotz seines geschwächten Zustandes war seine Stimme zornerfüllt, als er rief, »Nordend gehört der Geißel-Elf, und ihr werdet euch ihr bald anschließen. Ihr habt einen schrecklichen Fehler gemacht, herzukommen.« Weitere Drachenfalken erschienen zusammen mit Waldläufern. Pfeile flogen durch die Luft zahllos wie Schneeflocken und durchstießen die Untoten, als die Elfen angriffen. Dennoch richtete dieser Angriff nur wenig aus. Solange ein Pfeil keine lebenswichtige Stelle traf, wurden die Skelette davon nicht aufgehalten. Ohne auch nur Invincible zu besteigen, stürmte Arthas vor. Frostgram hatte Hunger. Es schien mit jeder hell leuchtenden Seele, die es verschlang, Energie und Stärke zu sammeln, so wie auch Arthas. In der Mitte der Schlacht hörte er eine Stimme, so tief und kalt wie Nordend selbst, vom Hügel her erklingen. »Vorwärts mit der Geißel, schlagt sie in Ner'Suls Namen.« Trotz allem, was er bereits erlebt hatte, erschauderte Arthas beim Klang dieser eiskalten Stimme. Er wagte einen Blick nach oben und seine Augen weiteten sich. »Neruber«. Nordend war ihre Heimat. Arthas Herz hob sich, als sie heranströmten. Er konnte ihre Körper deutlich durch den Schneefall erkennen. Er erkannte die vertrauten und dennoch beunruhigende Geschwindigkeit, mit der sich die Spinnenwesen auf ihre Beute stürzten. Arthas musste die sogenannten Sindorei bewundern. Sie kämpften tapfer. Doch sie waren hoffnungslos in der Unterzahl und bald stand Arthas in einem Meer von rot-golden gekleideten Leichen. Er hob die Hand und ein toter Elf nach dem anderen kam auf die Beine und schaute ihn mit glasigem Blick an.
Weitere Soldaten vor unseren Herrn, sagte Arthas. Er blickte erneut auf und entdeckte den Anführer der Neruber. Er war größer als seine Untergebenen, überragte sie, als er sich leichtfüßig über die schneebedeckte Landschaft auf Arthas zubewegte. Er bewegte sich wie der König, der er war, mit Besonnenheit und Präzision. Arthas versuchte, etwas Vertrautes in einem derart fremden Wesen zu erkennen. Anub Arak wirkte wie eine Kreuzung aus einem Käfer und einem der normalen spinnenähnlichen Neruber. Arthas stellte fest, dass er einen unbewussten Schritt zurückgetan hatte und zwang sich, dort stehen zu bleiben, wo er war. Anub Arak kam näher, bis er direkt vor ihm stehen blieb. Er blickte den Prinzen gleichzeitig aus mehreren Augen an, ein schreckliches Wesen. »Danke für deine Hilfe, o Mächtiger.« Die Kreatur neigte den Kopf. Die Mandibeln klackten leise, als sie in einem tiefen, düsteren Tonfall sprach, der bei Arthas Unbehagen auslöste. »Der Lichtkönig hat mich geschickt, um dir zu helfen, Todesritter. Ich bin Anub Arak, der uralte König von Aziol Nerub. Wo ist der andere?« Er stellte sich auf die Hinterbeine und sah sich um. »Welcher andere?« »Kel'Thuzad«, zischte Anub Arak wieder mit seufzender, nachhallender Stimme. Er beugte sich herab und fixierte Arthas mit seinem vieläugigen Blick. »Ich kenne ihn. Ich hieß ihn willkommen, als er sich dem Lichtkönig anschloss, so wie ich euch jetzt willkommen heiße.« Arthas fragte sich, ob Kel'Thuzad sich bei seiner ersten Begegnung mit diesem untoten, insektoiden König eines alten Volkes auch so unwohl gefühlt hatte. Sicherlich hatte er das, beruhigte Arthas sich selbst. Jeder würde so empfinden. »Euer Volk war eine willkommene Stärkung unserer Reihen, als wir diese Elfen das erste Mal angriffen«, sagte er und blickte auf die gefallenen Sindurei. Er war sehr froh, dass Anub Araks Volk auf seiner Seite stand. »Und ich heiße eure Hilfe erneut willkommen. Doch wir haben wenig Zeit für Höflichkeiten. Wenn der Lichtkönig euch geschickt hat, dann wisst ihr auch, dass er in Gefahr ist. Wir müssen so schnell wie möglich die Eiskrone erreichen.« »So ist es«, zischte Anub Arak. Er drehte den furchterregenden Kopf ruckartig herum und streckte seine beiden Vorderbeine aus. »Ich werde den Rest meines Volkes sammeln und gemeinsam werden wir unseren Herrn beschützen.« Die riesige Kreatur entfernte sich gebieterisch und rief ihre gehorsamen Untertanen, die eifrig zu ihr eilten. Arthas unterdrückte ein Schaudern und tippte mit der Fußspitze einen der Leichname der gefallenen Elfen an. Er war zerfetzt worden und zu stark verletzt, um noch von Nutzen zu sein. »Diese Elfen sind erbärmlich. Es ist kein Wunder, dass wir ihre Heimat so leicht vernichten konnten.« »Eine Schande, dass ich nicht dort war, um euch aufzuhalten. Es ist lange her, Arthas.« Die Stimme klang so musisch, sanft, kultiviert und war dennoch so sehr von Hass durchdrungen. Arthas wandte sich um und erkannte sie und war gleichermaßen erschreckt wie erfreut, ihn hier anzutreffen. Die Wege des Schicksals waren tatsächlich unergründlich. »Prinz Kel'Thas«, sagte er grimmig. Der Elf stand nur ein paar Meter von ihm entfernt. Das Schimmern des Teleportzaubers verschwand gerade erst. Er schien alterslos zu sein und wirkte noch genauso, wie Arthas ihn in Erinnerung hatte. Nein, das stimmte nicht ganz. Die blauen Augen glommen vor unterdrückter Wut. Es war nicht die heiße Wut, die er beim letzten Mal erlebt hatte, als sie aufeinander getroffen waren, sondern ein kalter, tief sitzender Zorn. Er trug nicht mehr die violetten und blauen Roben der Kirin Tor, sondern das traditionelle Rot seines Volkes. »Arthas Minithiel«. Der Elf benutzte Arthas Titel nicht, offenbar um ihn zu demütigen. Doch Arthas ließ sich davon nicht beeindrucken. Er wusste gut genug, wer er war, und bald würde dieses hübsche Prinzchen es auch wissen. »Ich würde allein beim Gedanken an euren Namen ausspucken, doch ihr seid selbst das nicht wert.« »Ah, Kel«, sagte Arthas lächelnd. »Selbst eure Beleidigungen sind unnötig kompliziert. Schön, dass ihr euch nicht geändert habt, so uneffektiv wie immer. Das bringt mich zu einer Frage. Warum wart ihr eigentlich nicht in Quel'Thalas? Hat es euch gereicht, dass andere vor euch starben, während ihr sicher und geborgen in eurer violetten Zitadelle gesessen habt? Ich glaube, das tut ihr jetzt nicht mehr.« Kel'Thas presste die Lippen aufeinander, seine Augen zogen sich zusammen. »So viel will ich euch sagen. Ich hätte dort sein sollen. Doch ich habe stattdessen versucht, den Menschen dabei zu helfen, die Geißel zu bekämpfen. Die Geißel, die ihr auf euer eigenes Volk gehetzt habt. Ihr mögt euch um eure Untertanen nicht sorgen, doch ich sorge mich um meine. Ich habe viel zu viel dabei verloren, als ich den Menschen half. Ich stehe jetzt nur noch für die Elfen, für die Sindurei, die Kinder des Blutes. Ihr werdet dafür zahlen, Arthas. Ihr werdet teuer bezahlen für das, was ihr uns angetan habt.« »Wisst ihr, beinahe genieße ich dieses Geplänkel.
Es ist lange her, nicht wahr? Ich habe euch nicht mehr gesehen seit... Er ließ den Satz ausklingen und sah, dass ein Muskel am Auge des Prinzen zuckte. Ja, Keltas erinnerte sich daran. Er erinnerte sich daran, wie er Jaina und Arthas bei ihrem innigen Kuss überrascht hatte. Diese Erinnerung erschreckte Arthas jedoch selbst, und die Genugtuung, die er daraus zog, dass er Keltas quälte, schwand. Dennoch bin ich von euren Elfen enttäuscht. Ich hatte auf einen besseren Kampf gehofft. Vielleicht habe ich alle schlauen Elfen bereits in Queltalas getötet? Kel schluckte den Köder nicht. Was euch hier gegenübergetreten ist, war nur eine Gruppe von Kundschaftern. Keine Angst, Arthas. In Kürze bekommt ihr eure Herausforderung. Ich versichere euch, dass es euch deutlich schwerer fallen wird, Lord Illidans Armee zu besiegen. Die vollen Lippen des Prinzen verzogen sich vor Freude, als Arthas bei dem Namen aufhorchte. Illidan? Er steckt hinter dieser Invasion? Verdammt. Es wäre besser gewesen, wenn er Tichondrius selbst getötet hätte, statt die Kaldurei darin zu verwickeln. Er hatte gewusst, dass Illidan machthungrig war, doch er hatte nicht geglaubt, dass der Nachtelf sich zu einer so großen Gefahr entwickeln würde. Das stimmt. Unsere Streitkräfte sind zahlreich, Arthas. Die seidige Stimme triumphierte vor Freude. Der Bastard genoss dies wirklich. In diesem Augenblick marschieren sie auf den Eiskronengletscher zu. Ihr werdet niemals rechtzeitig dort eintreffen, um euren Lichtkönig zu retten. Betrachtet das als den Preis für Queltalas und einige andere Beleidigungen. Andere Beleidigungen, lächelte Arthas. Vielleicht wollt ihr Details über diese anderen Beleidigungen hören. Soll ich euch verraten, wie es war, sie in meinem Arm zu halten? Zu hören, wie sie meinen, diesmal war der Schmerz schlimmer als zuvor. Arthas stürzte auf die Knie, sein Blick wurde rot. Wieder sah er den Lichtkönig. Ner'zhul hatte Anub Arrak ihn genannt, der in seinem eisigen Gefängnis gefangen war. »Beeil dich«, schrie der Lichtkönig. »Meine Feinde kommen immer näher, und unsere Zeit ist beinahe abgelaufen.« »Geht es euch gut, Todesritter?« Arthas blinzelte und stellte fest, dass er direkt in Anub Arraks Gesicht, oder wie man es nennen sollte, blickte. Ein langes, spinnenartiges Bein war zu ihm ausgestreckt und bot ihm Hilfe an. Er zögerte, doch er war zu schwach, um alleine aufzustehen. Er riss sich zusammen, nahm das Bein und erhob sich. Es fühlte sich wie ein Stock in seiner Hand an, trocken und beinahe mumifiziert. Sobald er selbst stehen konnte, ließ Arthas wieder los. »Meine Kräfte werden schwächer, doch mir geht es gut.« Er atmete tief ein, um sich zu beruhigen. »Wo ist Keltas?« »Fort.« Die Stimme war kalt wie Stein. Unmut schwang darin. Er hat seine Magie benutzt, um sich fortzuteleportieren, bevor wir ihn in Stücke reißen konnten. Wieder der feige Magier-Trick der Teleportation. Wenn nur Arthas Nekromanten ihn auch beherrscht hätten, dann wäre der Lichtkönig nicht mehr in Gefahr. Arthas rief die anderen Leichname zusammen und erkannte, dass sie tatsächlich Keltas Untergang gewesen wären. »Ich gebe es ungern zu«, begann er, »doch der verdammte Elf hat recht.« Er wandte sich an seinen furchterregenden Verbündeten. »Anub Arrak, ich hatte eine weitere Vision. Der Lichtkönig ist in akuter Gefahr. Die Feinde, Illidan und Keltas, nähern sich ihm. Wir werden den Gletscher niemals rechtzeitig erreichen.« »Ich habe versagt.« Anub Arrak schien das nicht im geringsten zu stören. »Über Land vielleicht nicht«, stimmte ihm die riesige Kreatur zu. »Es ist ein langer und beschwerlicher Weg. Doch da gibt es einen anderen Weg, den wir nehmen können, Todesritter.« »Das alte, untergegangene Königreich von Asiol-Narub liegt unter uns. Dort habe ich einst viele Jahre lang geherrscht. Obwohl es in dunklen Tagen gefallen ist, könnte es als Abkürzung zum Gletscher nutzen.« Arthas blickte auf. Auf dem Luftweg, den ein Rabe nehmen würde, war der Weg nicht zu lang, doch über das Eis und die Berge, die sich vor ihm auftürmten. »Seid ihr euch sicher, dass wir den Gletscher durch diese Tunnel erreichen können?«, fragte er. »Nichts ist sicher, Todesritter.« Einen Augenblick lang wirkte es so, als würde der Noruba lächeln. »Die Ruinen sind gefährlich, doch es ist das Risiko wert.« »In dunklen Zeiten gefallen.« Ein merkwürdiger Ausdruck für einen alten, toten Spinnenherrscher. Arthas fragte sich, was das wohl bedeutete. Er vermutete, dass er es bald herausfinden würde. Anub Arrak und seine Untertanen legten ein scharfes Tempo vor und eilten nach Norden. Arthas und seine Geiselkrieger schlossen sich ihnen an und bald schon hatten sie den Ozean hinter sich zurückgelassen. Die niedrig stehende Sonne bewegte sich schnell über den fahlen Himmel. Die lange Nacht kam. Während sie weitermarschierten, schickte Arthas einige seiner Krieger aus, um Äste einzusammeln.
Sie würden als Fackeln auf ihrem Weg durch das gefährliche unterirdische Königreich dienen. Nach mehreren Stunden eines quälend langsamen Vorwärtskommens, die Untoten konnten die Kälte nicht wirklich spüren, doch der Wind und der Schnee verlangsamten sie dennoch, wusste Arthas, dass trotz Anubaraks fast ironischen Worten eine Sache tatsächlich feststand. Er hätte es niemals rechtzeitig geschafft, den Lichtkönig zu retten und so letztlich sich selbst, wenn er über das offene Land gezogen wäre. Im Prinzip war es der reinste Selbsterhalt, der ihn so hart antrieb. Der Lichtkönig hatte ihn gefunden und zu dem gemacht, was er jetzt war. Er hatte ihm große Macht gegeben. Arthas wusste und schätzte es. Doch seine Sorge um den Lichtkönig hatte nichts mit Loyalität zu tun. Wenn dieses große Wesen getötet wurde, dann würde zweifelsfrei Arthas als nächster sterben. Doch er wollte, wie er bereits Uther gesagt hatte, für immer leben. Schließlich erreichten sie die Tore. Sie waren derart von Eis und Schnee bedeckt, dass Arthas sie nicht sofort als solche erkannte. Doch Anub-Arak blieb stehen, bäumte sich auf, spreizte zwei seiner acht Beine weit und zeigte, was vor ihnen lag. Gekrümmte Steine, die wie Sicheln aussahen, oder Insektenbeine, überlegte Arthas, standen nach oben vor. Die Spitzen ragten aufeinander und bildeten eine Art Tunnel. Vor ihnen konnte er die Tore selbst erkennen. Eine riesige Spinne war darauf eingraviert. Arthas Lippen verzogen sich vor Ekel. Doch dann dachte er an die Statuen, die über Sturmwind verteilt waren. War das wirklich so anders? Der Eingangstunnel und die Tore führten in das Herz dessen, was ein Eisberg zu sein schien. Einen Moment lang, nur einen einzigen Moment, blickte Arthas auf die stumme, riesige Gestalt von Anub-Arak, dachte an Spinnen und Fliegen und fragte sich, ob er das Richtige tat. »Seht ihr den Eingang zu einem vormals mächtigen und uralten Ort?« fragte Anub-Arak. »Einst war ich hier der Herrscher, und mein Wort galt uneingeschränkt. Ich war mächtig und stark, und ich beugte mich niemandem. Doch die Dinge ändern sich. Jetzt diene ich dem Lichtkönig, und ich muss ihn verteidigen.« Arthas dachte kurz an seine eigene Empörung wegen der Seuche, an das brennende Verlangen nach Rache, an den Blick in den Augen seines Vaters, als Frostgram dessen Seele verschlang. »Die Dinge ändern sich«, sagte er leise. Doch jetzt ist keine Zeit für Sentimentalitäten. Er wandte sich seinem merkwürdigen neuen Verbündeten zu und lächelte kalt. Lasst uns hinabsteigen.